Hallo, Ben. Genießt du dein Buch? Oh, du hattest einen anstrengenden Tag, weil Klein Ben und Klein Matt heute zum Übernachten da sind? Sieht so aus, als könntest du auch ganz gut eine Runde schlafen. Was ist denn los, Ben? Stimmt etwas nicht? Was sind denn das für Lichter über deinem Feld, Ben? Das ist ein echtes Rätsel. Wer könnte so spät unterwegs sein in deinem Feld? Keine Sorge, Ben. Wir rufen die Streifenwagen. Die werden der Sache schon auf den Grund gehen. Hey Leute, Ben braucht eure Hilfe auf seinem Bauernhof. In seinem Feld flackern Lichter und er weiß nicht, wer oder was das ist. Du hast recht, Matt. Klein Matt übernachtet heute dort. Aber er und Klein Ben sind längst im Bett und schlafen, also macht ihr keine Sorgen. Könnt ihr helfen? Großartig. Auf geht's. Die Streifenwagen sind hier, Ben. Erzähl ihnen, was vor sich geht. Die Kleinen sind ins Bett gegangen und du warst im Wohnzimmer und hast gelesen und plötzlich sahst du Lichter über deinem Feld? Das ist so seltsam. Und du bist sicher, dass die Kleinen im Bett sind, weil du sie zugedeckt und die Tür geschlossen hast? Schau, Lichter. Das ist beängstigend. Die Lichter scheinen überall zu sein. Gute Idee, Matt. Du und Frank schaut mal nach den Kleinen, während Hector sich einen Überblick von oben verschafft. Das ist seltsam. Ben ist sich sicher, dass die Tür zu war. Klein Ben, wo ist Klein Matt? Klein Matt ist verschwunden. Vielleicht sieht Hector ja etwas. Was ist los, Matt? Hörst du etwas? Das klingt wie Schnarchen. Schau, Hector leuchtet mit seinem Suchscheinwerfer das Feld ab. Frank, benutzt deinen Wasserschlauch, um das Getreide runterzuspritzen. So könnt ihr euch einen Pfad machen und der Sache auf den Grund gehen.
Gut gemacht, Frank. Es ist Klein Matt. Er schlafwandelt. Na hallo, du Schlafmütze. Du bist in Bens Feldern geschlafwandelt. Ist schon okay. Sieh nur, wie mutig du warst. Du bist hier draußen ganz alleine gewesen, im Dunkeln. Jetzt aber schnell wieder rein mit dir. Vielen Dank, Streifenwagen, dass ihr das Rätsel von den Lichtern in Bens Feld gelöst habt. Niemand hätte gedacht, dass das Klein Matt ist. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Die Streifenwagen. Hallo Tyson, ganz schön heißer Tag heute, was? Ihr seht durstig aus. Wie gut, dass Tyson immer jede Menge Treibstoff hat für euch. Wow, was war das für ein Geräusch? Oh nein, es kommt kein Treibstoff mehr. Kommt bei dir noch welcher, Amber? Oder bei dir, Susi? Großartige Idee, Tyson. Wir rufen die Streifenwagen. Sie werden wissen, was zu tun ist. Hey Jungs! Es ist wirklich heiß draußen. Und Tysons Tankstelle hat keinen Treibstoff mehr. Könnt ihr helfen? Alles klar, auf geht's! Beeilung. Keine Sorge, Leute. Die Streifenwagen werden in Nullkommanichts eine Lösung finden. Also, was denkt ihr, ist passiert, Streifenwagen? Gute Idee. Vielleicht stimmt etwas nicht mit dem Treibstofftank. Das werden wir mal überprüfen. Oh oh. Der Treibstoff läuft aus, statt in die Zapfsäulen. Kannst du herausfinden, was da passiert ist, Matt? Aha, ein Riss. Du hast recht, Matt. Der Riss muss durch die große Hitze entstanden sein. Und was tun wir jetzt? Großartige Idee. Hector, kümmerst du dich um ein neues Rohr? Während wir darauf warten, dass Hector das neue Rohr bringt, könntest du das Treibstoffventil schließen, Frank? Hervorragende Arbeit. Kannst du auch den ausgelaufenen Treibstoff beseitigen? Hervorragend. Das sieht schon viel besser aus, Frank. Schaut! Da kommt Hector mit dem neuen Rohr. Na, dann wollen wir das mal reparieren.
Gut gemacht, Hector. Jetzt kann Matt das neue Rohr installieren. Perfekt. Sieht gut aus. Okay, Frank, du kannst das Ventil wieder aufdrehen. Und schon läuft der Treibstoff wieder. Großartig. Gut gemacht, Streifenwagen. Ohne euch hätten wir ganz schön auf dem Trockenen gesessen. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Die Streifenwagen. Hallo Leute, ein schöner Tag für einen Ausflug, nicht wahr? Wow, pass auf! Oh nein, Ben! Alles in Ordnung? Guter Gedanke, Katie. Wir rufen besser die Streifenwagen. Hey Jungs, Ben hatte einen Unfall. Könnt ihr ihm helfen? Großartig. Auf geht's. Beeilung, Jungs! Frank, denkst du, du kriegst Ben da weg? Gut gemacht! Wie gut, dass du immer einen Ersatzreifen dabei hast. So ist es besser. Nicht wahr, Ben? Wow! Das war fantastisch, Frank. Also, was meint ihr? Warum hat Ben die Kontrolle verloren? Aha. Aber wo kommen all die Murmeln her? Hector, kannst du der Spur aus der Luft folgen? Kommt schon, Jungs. Mal schauen, wo uns das hinführt. Hey, was treiben denn die Kleinen da unten? Murmeln. Keine Sorge, ihr Kleinen. Ihr seid nicht in Schwierigkeiten. Matt würde sich nur mal gerne euren Murmelsack angucken.
Das ist es. Die Murmeln müssen aus diesem Loch gekullert sein. Keine Sorge, ihr Kleinen, das können wir flicken. Ihr habt tolle Arbeit geleistet, Streifenwagen. Tschüss alle zusammen. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Die Streifenwagen. Ach du liebe Güte. Sieht so aus, als wären Matt und Frank gerade dabei, einen Raser zu fangen. Schneller, Matt. Gut gemacht, Jungs. Dann bringen wir das ungezogene Auto mal ins Gefängnis im Hauptquartier. Hallo, Hector. Schau, Matt und Frank haben einen Raser geschnappt. Du wusstest nicht, dass Matt und Frank einen Einsatz hatten? Matt und Frank dachten, das kriegen sie auch zu zweit hin. Sie wollten dich damit nicht belästigen. Dann kümmern wir uns jetzt mal besser um das ungezogene Auto. Wir sehen uns, Hector. Keine Sorge, Hector. Sie wollten dich nicht außen vor lassen. Du musst nicht ärgerlich sein. Es war doch alles unter Kontrolle. Oh, da ist ein Notfall. Du musst Matt und Frank im Gefängnis beim Raser Bescheid geben. Du willst es alleine schaffen? Was ist das? Noch ein Raser? Sollen wir Matt und Frank um Hilfe bitten? Nein? Also Hector, wenn du sicher bist, dass du das alleine schaffst? Wo ist der Raser, Hector? Kannst du ihn sehen? Da ist er ja. Schnapp ihn dir, Hector. Hey! Anhalten! Du fährst zu schnell! Oh nein! Was wirst du tun? Du bittest Matt und Frank um Hilfe? Gute Idee! Hey Jungs! Hector braucht eure Hilfe! Könnt ihr schnell kommen? Großartig, auf geht's! Hier sind die beiden, Hector. Dann schnappen wir uns mal den Raser. Könnt ihr ihn sehen? Langsamer. Oh nein, sie entkommt. Du hast eine Idee? Ihr wollt die Straße mit Hectors Transporthaken versperren? Okay, Frank, dann macht mal. Dann schauen wir mal, ob Matt sie in unsere Richtung treiben kann. Geschnappt. Gut gemacht, alle zusammen. Toll zusammengearbeitet. Jungs,
Hector tut es echt leid, dass er euch nicht um Hilfe gebeten hat. Und Matt und Frank tut es auch leid, dass sie dich vorher nicht um Hilfe gebeten haben, Hector. Von jetzt an werden die Streifenwagen immer zusammenarbeiten. Tschüss, Hector. Tschüss, Matt und Frank. Bis zum nächsten Mal. Die Streifenwagen. Wow, schaut euch Jerry an, wie er diese Kurven um den See nimmt. Er übt bestimmt für das große Rennen morgen. Hey Jerry, es wird gleich dunkel. Machst du eine kleine Pause? Ich fasse es nicht. Jerry will die ganze Nacht für das Rennen üben. Jerry, du solltest wirklich eine Pause machen, bevor du noch einen Unfall baust. Sieht so aus, als bräuchtest du Hilfe, um aus diesem Matsch herauszukommen, Jerry. Ich frage mich, was Matt und Frank wohl gerade treiben. Hey Leute, Jerry braucht eure Hilfe. Er steckt im Matsch beim See fest. Ja, du hast recht. Er wollte eigentlich beim großen Rennen heute Nachmittag dabei sein, aber ich weiß nicht, ob er das schafft. Könnt ihr ihm helfen? Großartig. Er hat sich richtig festgefahren. Hört sich so an, als würden sie an der nahen Rennbahn arbeiten. Jerry wird echt froh sein, wenn er rechtzeitig fürs Rennen aus diesem Matsch rauskommt. Hast du schon eine Idee, Matt? Natürlich. Tom, der Abschleppwagen, wird ihn herausziehen können. Ich glaube, er hilft auf der Rennstrecke. Schauen wir mal nach. Da ist Tom ja. Wollen wir mal hoffen, dass Matt ihn überzeugen kann, Jerry zu helfen? Wo will Frank denn hin? Hast du Glück gehabt bei Tom? Ich glaube, Frank hat noch eine andere Idee. Natürlich! Die Rennbahn ist dicht am See. Vielleicht kann ja Charlie der Kran Jerry herausheben und hierher bringen. Großartig. Sieht so aus, als hätte Charlie Zeit zu helfen. Hey Jerry, Matt und Frank haben Charlie den Kran dabei. Er kann dich aus dem Matsch heben. Jetzt muss Jerry aber schnellstens zur Rennstrecke. Wir haben immer noch Zeit, bevor das Rennen beginnt. Wir sollten Jerry ein bisschen sauber machen und vorbereiten. Großartig, jetzt müssen nur noch die Reifen gewechselt werden. Ob Tom wohl jetzt Zeit hat? Oh, sieht so aus, als würde Matt sich gerade drum kümmern. Und diesmal kann Tom helfen. Die Zeit wird knapp. Das muss ein schneller Reifenwechsel werden, Tom. Und schon wieder ist Charlie der Kran der Stunde.
Jetzt aber schnell die Reifen gewechselt. Großartig, gerade noch rechtzeitig fürs Rennen. Und das Rennen hat begonnen. Sieht so aus, als könnte Jerry sogar gewinnen. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass er im Matsch festgesteckt hat. So musste er eine Zwangspause einlegen. Er hat's geschafft. Er hat gewonnen. Wow, du hast es geschafft. Und nur vor ein paar Stunden hast du noch im Matsch festgesteckt. Da kannst du dich aber bei deinen ganzen Freunden bedanken. Was für eine großartige Teamleistung. Der Streifenwagen. Ah, ein weiterer schöner Tag in Car City beginnt. Sieht so aus, als wären Matt und Frank heute ganz schön früh unterwegs. Warte mal, wieso liegt denn hier so viel Müll rum? Na, da wollen wir mal hoffen, dass nicht noch mehr Mülleimer überlaufen. Schauen wir mal beim nächsten Häuserblock nach. Ja, ihr habt recht, Jungs. Wir sollten später nochmal wiederkommen und schauen, ob der Müll entfernt wurde. Wow, hier ist ja noch mehr Müll. Scheint so, als gäbe es keine saubere Straße mehr in Car City. Sogar vom Krankenhaus liegt der Müll rum. Keine Sorge, Amber. Matt und Frank sind schon an dem Fall dran. Was? Das Krankenhaus wird geschlossen, bis der Müll entfernt wurde? Hey Jungs, Amber sagt, aus Sicherheitsgründen muss das Krankenhaus geschlossen bleiben, bis der Müll weggeräumt wurde. Guter Gedanke, Matt. Gary, das Müllauto, sollte den Müll hier in 0, nichts weggeräumt haben. Du denkst, Gary steckt hinter all dem, Amber? Dann solltet ihr ihn wirklich schnell finden, Jungs. Oh Mann, der Müll liegt überall. Ich hoffe, ihr findet Gary bald. Hey, hier ist Gary. Aber was macht er denn hier? Hast du die ganze Zeit gespielt, anstatt den Müll einzusammeln, Gary? Also, was ist hier los, Gary? Oh, du warst die ganze Nacht krank? Du hast recht, Matt. Hier ist die Hilfe von Amber gefragt. Hey, Amber. Matt und Frank haben Gary gefunden. Er ist wirklich krank. Kannst du zum Spielplatz kommen, jetzt gleich? Was denkst du, was mit ihm los ist, Amber? Er ist überarbeitet? Dann sollten wir ihn am besten abkühlen und auftanken, oder? Danke, Frank. Matt, du hast nicht zufälligerweise einen Reservekanister dabei?
Sieht so aus, als würde es Gary besser gehen. Wow, jetzt bist du ganz wild darauf, die Mülltonnen zu leeren, was, Gary? Vielleicht solltest du beim Krankenhaus anfangen. Amber musste es aus Sicherheitsgründen schließen, wegen dem ganzen Unrat, der davor herumlag. Super! Sieht so aus, als wäre Car City bald wieder sauber. Gute Arbeit alle zusammen! Die Streifenwagen. Eine weitere Nacht in Car City. Alles ist ruhig und jedermann schläft. Hey Amber, ist das nicht deine Sirene? Und warum ist sie nicht auf deinem Kopf? Da rufst du wohl besser die Streifenwagen. Hallo, Streifenwagen. Amber hat Schwierigkeiten. Jemand hat ihre Sirene gestohlen und weckt damit jetzt die gesamte Nachbarschaft auf. Großartige Idee, Matt. Einfach dem Geräusch der Sirene folgen und dann findet ihr den Dieb. Wo jetzt entlang? Links oder rechts? Hector, Matt denkt, das Geräusch kommt vom Spielplatz. Es klingt so, als wärt ihr schon dicht dran am Dieb. Wartet, das Geräusch hat aufgehört. Aber ihr solltet vielleicht trotzdem mal den Spielplatz überprüfen. Es sieht so aus, als wäre der Dieb nicht hier, oder? Hey Hector, Matt und Frank konnten den Dieb nicht finden. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Da ist der Dieb, Hector. Sag den anderen Bescheid. Matt, Frank, Hector hat den Dieb entdeckt. Er versucht, dort drüben zu entkommen. Oh, der Dieb hat Matt bemerkt. Aber Frank hat er nicht kommen sehen. Haha, geschnappt. Tja, tja, tja. Tyler Tyke, wer auch sonst.
Es bringt doch nichts, das Beweismaterial loszuwerden, Tyler. Du bist verhaftet. Und hier kommt Amber. Gerade richtig, um ihre Sirene zurückzukriegen. Matt hat recht. Wenn Tyler Sirenen so mag, wird ihm die Fahrt zurück zur Wache wohl gefallen. Ihr habt toll zusammengearbeitet, Streifenwagen. Ihr habt den Dieb gefunden und Ambers Sirene zurückbekommen. Jetzt ist es aber an der Zeit für eine Mütze voll Schlaf. Gute Nacht alle zusammen. Die Streifenwagen. Hallo Henry. Hallo Tom. Henry wird neu lackiert, damit er heute beim Rennen richtig gut aussieht. Was ist los, Tom? Deine Farbe ist weg? Das ist schrecklich. Ja, ihr solltet die Streifenwagen rufen. Vielleicht finden sie ja die Farbe, bevor dein Rennen anfängt. Matt. Frank, jemand hat Toms Farben gestohlen. Großartig. Tom und Henry sind bestimmt froh, wenn sie hören, dass die Streifenwagen den Fall übernehmen. Hey, wo ist Hector? Er ist los, um einen Streit zu schlichten? Na, dann müsst ihr wohl alleine los, um den Farbendieb zu finden. Sucht Matt nach ein paar Reifenspuren? Hier scheinen keine zu sein. Du hast ein paar Farbtropfen gefunden? Dann folgen wir den Farbtropfen mal. Ihr solltet diesen kleinen Reifenspuren folgen. Oh nein! Es sieht so aus, als hätten die Reifenspuren Matt und Frank nur zueinander geführt. Und nicht zum Dieb. Wartet mal. Das klingt wie Hector. Der Kampf, den er schlichten wollte, muss ganz in der Nähe sein. Da sind Klein Jeremy und Klein Ben. Aber worum streiten sie sich denn? Hector hat recht. Das ist kein richtiger Streit. Es ist ein Farbenkampf. Sieht so aus, als hättet ihr die Farbendiebe gefunden. Zeit, die Kleinen sauber zu machen. Ärgert euch nicht, ihr Kleinen. Das wird Spaß machen. Bereit? Seht ihr? Es macht auch Spaß, mit Wasser zu kämpfen.
Und hinterher ist man auf jeden Fall nicht so dreckig. Es ist Zeit, diese Farben zurück zu Tom zu bringen, damit er Henry eine neue Farbschicht verpassen kann, bevor das große Rennen beginnt. Die kleinen Autos sind traurig, weil sie jetzt nichts mehr zum Spielen haben. Großartige Idee, Matt. Henrys Rennen beginnt doch bald. Matt sagt, ihr könnt mit den Streifenwagen dorthin, nachdem sie Toms Farben zurückgebracht haben. Großartige Arbeit, Streifenwagen. Tom hat seine Farbe zurück. Henry kann am Rennen teilnehmen. Und die Kleinen sind glücklich. Die Streifenwagen. Hallo, Amber. Viel zu tun heute? Was ist los, Amber? Klein Amber hat hier gespielt und jetzt ist sie verschwunden? Keine Sorge, Amber. Wir bitten die Streifenwagen um Hilfe. Hey Jungs, Amber braucht eure Hilfe. Klein Amber ist aus dem Krankenhaus verschwunden. Könnt ihr kommen und helfen? Großartig. Auf geht's. Beeilung! Hector, kannst du bitte hier draußen mit der Suche anfangen, falls Klein Amber das Krankenhaus verlassen hat, als keiner darauf geachtet hat? Die Streifenwagen sind hier, Amber. Erzähl ihnen, was passiert ist. Also, Klein Amber hat hier gesessen und Ball gespielt und dann ist sie verschwunden? Das ist seltsam. Hier ist sie nicht. Und hier auch nicht. Wo könnte Klein Amber sein? Schauen wir doch mal, wie Hectors Suche so läuft. Glück gehabt, Hector? Es ist wirklich ein Rätsel. Da hast du vielleicht eine Spur, Matt. Was, wenn Klein Ambers Ball von dieser Liege abgeprallt ist? Das ist ein Schrank mit Ausrüstung. Da ist sie bestimmt nicht drin. Kannst du das hören?
Da kommen Geräusche aus dem Schrank. Gute Idee, Frank. Versuch mal, die Tür aufzumachen. Fahr ein Stück zurück, Klein Amber. Ein Kasten mit Medizin ist vor die Tür gefallen. Deswegen kannst du sie nicht öffnen. Du musst drücken, Frank. Du hast es geschafft, Frank. Dir geht's gut, Klein Amber. Das habt ihr toll gemacht, Streifenwagen. Ihr sagt besser Hector Bescheid, dass ihr Klein Amber gefunden habt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.